Die Woche darauf geht es hoffentlich wieder über psychoaktive Substanzen, aber diese Woche muss ich nochmal über das Thema unserer Diskussions- und Informationskultur reden, weil ich das sehr wichtig finde und es auch direkt mit dem Namen Open Mind zusammenhängt. Spricht es für Open-Mindedness, wenn man pauschal die Diskussion mit gewissen Menschen unterbinden will? Ich finde es irgendwie interessant, dass mir so gut wie alle meiner Zuschauer beim Thema Drogenpolitik zustimmen. Also hier plädiert man für eine gewisse Eigenverantwortung und glaubt, dass die meisten Menschen gut damit umgehen können. Aber bei unterschiedlichen Diskussionsthemen meinen scheinbar viele meiner Zuschauer, dass die Bürger hier heftig bemuttert werden müssen. Oh nein! Da muss man den Bürgern auf jeden Fall die Meinung vorkauen, nicht dass sie was Falsches glauben, etwas, das wissenschaftlich nicht akkurat ist. Hier hat keiner wie bei der Drogenpolitik die Bedenken, dass man sich dann gewisse Ansichten vom Schwarzmarkt holen muss, wo sie mit kuriosen Verschwörungstheorien gestreckt sein können. Ich habe mir gestern die neue Joe Rogan-Folge mit Alex Jones angeschaut und die bricht so ziemlich jede Regel der Leute, die finden, dass man manchen Leuten keine Plattform geben soll. Leugnet Alex Jones in der Folge den menschengemachten Klimawandel? Ja. Äußert er in dem Interview Verschwörungstheorien? Ja. Glauben jetzt viele aufgrund des Podcasts, dass wir von Globalisten Aliens kontrolliert werden? Vielleicht. Sicher weiß ich allerdings, dass ich jede Minute dieses 3-Stunden-Podcast genossen habe und ich mich immer dafür aussprechen werde, dass es solche Konversationen auch weiterhin gibt. Manche Leute sehen in diesem Podcast nur, wie einer fragwürdigen Person eine Plattform gegeben wird. Ich sehe darin zwei Menschen, die miteinander connecten, sich trotz Meinungsverschiedenheiten respektieren und versuchen, die Position des anderen zu verstehen. Und einfach eine verdammt unterhaltsame Show. I think that we're at a critical time where we've got to rethink all these people that are calling for people to be censored and calling for people to be deplatformed. I think you got to rethink this. Es ist ja, wie im letzten Video bereits gesagt, nicht so, dass man sich als Journalist nie darüber Gedanken machen sollte, ob ein Beitrag den wissenschaftlichen Konsens völlig missrepräsentiert. Eines der Fälle, bei dem False Balancing echte Schäden angerichtet hat, ist der Fall, bei dem eine Studie, die behauptete, dass eine Mumps-Masern-Röteln-Impfung Autismus verursachen kann, von Journalisten ohne Expertise in dem Bereich, obwohl so gut wie alle Wissenschaftler die Studie als unseriös abgetan haben, so viel verbreitet wurde, dass diese Krankheiten ein kleines Comeback hatten. Also hier hat man scheinbar einen Schaden angerichtet, weil man sich hier beim Berichten nicht an den wissenschaftlichen Konsens gehalten hat. Wobei auch hier das Credo, immer auch die Gegenseite zu zeigen, dem schon signifikant entgegengewirkt hätte. Dann hätten die Wissenschaftler interviewt, die Mängel dieser Studie aufgezeigt hätten. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es ein Beispiel ist, bei dem Schaden verhindert worden wäre, wenn man hier darauf geachtet hätte, False Balancing zu vermeiden. Wenn gewisse Talkshow-Runner manche Leute nicht zu ihrer Sendung einladen wollen, ist das deren gutes Recht. Aber man sollte nicht so tun, als wäre es eindeutig objektiv moralisch verwerflich, wenn man hier andere Prinzipien hat. Ja, vielleicht ist der Mensch weniger rational, als ich es im letzten Video dargestellt habe, weil die Menschen neben Argumenten noch von Faktoren wie Sympathie und Rhetorik beeinflusst werden. Und einige Beispiele waren, wie Ultralativ in seinem Kommentar anmerkt, etwas ungünstig gewählt. Aber das aus meiner Sicht viel entscheidende Argument aus dem Video war der Punkt, wer dann bestimmt, was hier der wissenschaftliche Konsens ist. Wie können wir ausschließen, dass ein Anti-False-Balancing-Credo dazu führt, dass man eigentlich legitime Meinungen unter dem Vorwand, dass es nicht wissenschaftlich ist, von der Diskussion ausschließt? Finn von Ultralativ und andere sehen hier meine Sorge als ungerechtfertigt an. Finn begründet es damit, dass es ja gar keine Menschen braucht, die entscheiden, was wissenschaftlicher Konsens ist, weil es die wissenschaftliche Disziplin selbst macht. Aber die wissenschaftliche Disziplin ist ja keine Entität, die eigenständig ihre Meinung äußern kann, weshalb es immer Menschen braucht, die den Konsens der wissenschaftlichen Disziplin abschätzen müssen. Wobei auch Fehler geschehen können. Erst recht bei Themen, die gerne heiß diskutiert werden. Dass meine Sorgen hier nicht unberechtigt sind, erkennt man daran, dass das Ganze bereits jetzt stattfindet. Und zwar hier auf YouTube. Auf YouTube versucht man ja, Videos zu löschen, die falsche, unwissenschaftliche Informationen verbreiten, was ja eine Form ist, zu versuchen, dem False Balancing entgegenzuwirken. Wer muss das in dem Fall entscheiden? Irgendwelche random Mitarbeiter und ein Algorithmus. Das kann natürlich nicht gut gehen. Dem YouTuber Thunderfoot wurden beispielsweise Videos gelöscht, in denen er Verschwörungen zu dem Virus, über den alle sprechen, debunkt.
Es werden massenweise Interviews mit renommierten Ärzten gelöscht, darunter auch Interviews mit John Ioannidis, der bereits über 400 Peer-Review-Publikationen veröffentlicht hat. Also irgendwelche random YouTube-Mitarbeiter oder ein Algorithmus entscheiden, dass Aussagen von einem Wissenschaftler wie Ioannidis, der eine wissenschaftliche Kredibilität hat, die seinesgleichen sucht, Fake News verbreiten. Ich sage hiermit nicht, dass solche intellektuellen Schwergewichte auch mal Fehler machen können, aber wie hoch ist die Chance, dass YouTube-Mitarbeiter und Algorithmen hier immer richtig entscheiden? Wir befassen uns noch nicht mal ein Jahr mit dieser Krankheit und jetzt schon so zu tun, als wäre die wissenschaftliche Lage so eindeutig, dass man Meinungen von John Ioannidis, dem Netzwerk für evidenzbasierte Medizin, Professor Detlef Krüger, Professor Johann Giesecke, Professor Christopher Kuhbandner, Professor Karl Hennigan, Professor Mikko Paunio, Professor Dan Yamin, Professor Karin Möhlin und auch dem durchaus renommierten Bhakti, welche alle in eine ähnliche Richtung argumentieren, als unwissenschaftlich abzuerkennen, halte ich für extrem gefährlich und deshalb kritisiere ich auch bei MyLab, dass sie sich weigert, hier Argumente gegen Bhaktis Thesen zu bringen. In den Kommentaren haben ein paar von euch übrigens geschrieben, dass MIT angeblich schon in ihrem Video belegt, dass das Buch von Bhakti nicht wissenschaftlich ist. Also im Video konnte ich das nicht erkennen. Da erklärt sie größtenteils nur, was es für Maßstäbe für wissenschaftliches Arbeiten gibt, sagt aber nicht, warum dieses Buch alle diese Maßstäbe bricht. Und nein, auch in der Videobeschreibung wird das Buch nicht widerlegt. Nur ein Artikel bezieht sich überhaupt auf das Buch, aber der ist kostenpflichtig, daher kann ich das nicht beurteilen. Die anderen Links beziehen sich nie auf das Buch, sondern eher auf Interviews, die teils vor Monaten geführt wurden. Der eine Link ist ein Podcast mit einem Arzt, der Bhakti als renommierten Kollegen bezeichnet und der Bhakti in vielen Punkten zustimmt. Und selbst wenn er in keinem Punkt zustimmen würde, wäre es ja nur Aussage gegen Aussage. Auch in den anderen Links wird Bhakti nirgends die Wissenschaftlichkeit gänzlich aberkannt. Der ZDF-Faktencheck hat sogar ursprünglich Bhaktis Aussagen zu Luftverschmutzungen in Zweifel ziehen wollen, musste aber im Nachhinein einräumen, dass Bhaktis Einschätzungen hier richtig waren. Mir kommt es auch so vor, dass die größte Diskreditierung Bhaktis von irgendwelchen Journalisten ausgeht, nicht aber von Wissenschaftlern selbst. Und erneut, ich sage nicht, dass Bhakti recht hat, sondern kritisiere nur, dass MyLab nicht begründet, warum sie denkt, dass er nicht recht hat und nicht wissenschaftlich arbeitet. Jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, hätte ich sogar auch einige Kritikpunkte. Das Buch geht mir teilweise viel zu wenig ins Detail und manche Behauptungen kommen mir daher etwas zu unbelegt rüber. Ich hoffe, die meisten von euch konnten nun nachvollziehen, wieso ich starke Bedenken habe, wenn man anfängt, irgendwie Diskurse und Diskussionen zu regulieren und manche Ansichten somit zu Unrecht diskreditiert werden könnten und warum ich es falsch finde, die Einstellung, so gut wie niemanden von einer Diskussion auszuschließen, als eindeutig moralisch fragwürdig einzustufen. Ja, vielleicht riskiert man durch eine liberale Einstellung zu Diskussionen, dass einige kuriose Meinungen zustande kommen. Opfer, das man aus meiner Sicht bringen kann, um im Gegenzug dazu eine Situation auszuschließen, wie sie jetzt bei YouTube bereits eingetroffen ist. Genau wie man bei einer liberalen Drogenpolitik auch riskiert, dass es ein paar Leute geben wird, die die Drogen nur probieren werden, weil sie legalisiert werden, was ein Opfer ist, das man bringen sollte, um nicht unschuldige Konsumenten für ihren Konsum bestrafen zu müssen. Abonniert diesen Kabal. Peace! Jetzt kein Scherz. Irgendwie fühle ich mich leicht angeschlagen. Hoffentlich habe ich keinen Corona.